Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, als nächstes kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema innerhalb der Stochastik, also innerhalb der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das ist die sogenannte Binomialverteilung, wo man also in der Oberstufe definitiv eine Arbeit drüber schreibt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, sowohl für das schriftliche Abitur als auch für das mündliche Abitur. Wird sehr, sehr gerne genommen. So, jetzt möchte ich gerne ganz am Anfang mal klären, wann wir überhaupt zu dem Mittel der Binomialverteilung greifen. Also was sind so ein paar Aspekte, die sagen, ja, deswegen ist klar, dass wir uns in dem Bereich der Binomialverteilung befinden. Ganz entscheidend dafür, dass wir uns eben in dem Bereich der Binomialverteilung befinden, ist, dass das Experiment von der Struktur her ein Bernoulli-Experiment sein soll. Was heißt das konkret? Naja, konkret heißt das, dass als Ergebnis von dem Experiment nur zwei Dinge passieren können. Entweder tritt ein vorher definierter Treffer ein oder dieser vorher definierte Treffer trifft eben nicht ein. Beispiel. Wir haben eine Urne, da sind schwarze Kugeln und weiße Kugeln drin. Und jetzt definieren wir einfach, dass das Ziehen einer schwarzen Kugel ein Treffer ist. Jetzt führen wir das Experiment durch. Okay, ziehen eine schwarze Kugel, das heißt, ein Treffer ist eingetreten. Hätte aber auch passieren können, dass wir eine weiße Kugel passieren. In dem Fall ist kein Treffer eingetreten oder man kann auch sagen, nicht Treffer. Und das ist das Wesentliche überhaupt. Wenn wir uns im Rahmen der Binomialverteilung befinden, betrachten wir nur Experimente, bei denen entweder der vorher definierte Treffer eintritt oder eben nicht. Deswegen heißt übrigens auch die Binomialverteilung Binomialverteilung, denn vorne in dem B steckt ja drin, dass eben nur zwei Möglichkeiten möglich sind. Nächste Voraussetzung für die Binomialverteilung ist, dass das Experiment mehrstufig ist. Das heißt, es wird eben nicht nur einmal durchgeführt. Wenn es nur einmal durchgeführt wird, dann sind wir in dem Bereich des ganz normalen Bernoulli-Experiments. Aber dadurch, dass es eben nicht nur einmal durchgeführt wird, sondern vielleicht 10-mal oder 12-mal, deswegen ist es mehrstufig und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Binomialverteilung. Also, mehrstufige Bernoulli-Experimente, bei denen nur zwei Dinge passieren können, das ist schon mal die absolute Basis für die Binomialverteilung. So, und am Schluss aber auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft von diesen Binomialverteilungen. Und das ist die Tatsache, dass gleiche Trefferwahrscheinlichkeiten vorliegen müssen. Wir haben ja vorher gesagt, okay, Struktur soll sein ein Bernoulli-Experiment, bei dem eben der Treffer eintritt oder eben nicht. Aber, und das ist ganz entscheidend, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Treffer eintritt, die darf sich im Laufe des Experiments, also im Laufe der Wiederholungen, nicht ändern. Wo haben wir das zum Beispiel? Bei einem Würfel. Wenn ich den Würfel im ersten Versuch werfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine 6 genauso groß, als wenn ich das in den zweiten Versuch mache. Also, egal wie oft ich den Versuch werfen eines Würfels wiederhole, die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, zum Beispiel
Würfeln einer 6 ändert sich nicht. Gleiche Trefferwahrscheinlichkeiten. Gleiche Trefferwahrscheinlichkeiten finden wir übrigens auch immer dann, wenn wir Ziehungen mit Zurücklegen durchführen. Also ganz klassisch, wir haben eine Urne mit schwarzen und weißen Kugeln und da fangen wir jetzt an, zum Beispiel 10-mal zu ziehen. Und wenn wir die gezogenen Kugeln wieder anschließend nach dem Ziehen in die Urne zurücklegen, dann ändert sich ja die Ausgangssituation nicht. Also, aufgrund der Tatsache, dass wir Ziehen mit zurücklegen, ändern sich auch hier die Trefferwahrscheinlichkeiten nicht. Trefferwahrscheinlichkeiten bleiben gleich. Und genau das ist ein Hinweis für die Binomialverteilung. Also, gleiche Trefferwahrscheinlichkeiten, ganz oft aufgrund der Tatsache, dass eben gezogen wird, mit zurücklegen, ist immer schon ein ganz starker Hinweis auf Binomialverteilung. Und wenn dann noch das Experiment in die Gruppen Treffer und Nichttreffer aufgeteilt werden kann, dann sind wir eigentlich schon definitiv im Bereich der Binomialverteilung. So, jetzt haben wir so lange darüber geredet, wann wir uns in dem Bereich der Binomialverteilung befindet. Jetzt wäre es doch mal interessant zu sehen, wie sieht denn eigentlich die Formel aus? Ja, und hier sehen wir sie endlich. Sie lautet, P von x gleich k ist n über k mal p hoch k mal q hoch n minus k. Übrigens, dieses n über k hier vorne, das nennt man einen Binomialkoeffizienten, den man im Taschenrechner mit dem NCR eintippt. Dieses NCR kennen wir übrigens schon aus dem Bereich der Kombinatorik. So, jetzt müssen wir als nächstes mal klären, was die einzelnen Buchstaben hier bedeuten. P von x gleich k, also das, was wir hier vorne berechnen, das ist die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer. Also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für genau 7 Treffer. So, Groß X ist die sogenannte Zufallsgröße, also eine Größe, die vorher definiert ist. In der Regel ist das dann das, was ein Treffer sein soll, wobei eben die Anzahl, also wie oft dieser Treffer eintritt, eben vom Zufall abhängt. Deswegen Zufallsgröße. Dieser Begriff ist in der Regel nicht so leicht zu begreifen. Merkt euch vielleicht an der Stelle, die Zufallsgröße ist immer das, was auch Treffer sein soll. Ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu theoretisch, aber später in der Aufgabe wird das hoffentlich klar. Klein n ist die Anzahl der Versuchswiederholungen. Naja, und damit ist meistens die Anzahl der Ziehungen gemeint. K ist die Anzahl der Treffer. Wir sehen hier vorne P von x gleich k. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße genau den Wert k annimmt, hat damit was zu tun. Auch das werden wir später im Beispiel besser verstehen. Ja, und das kleine p, was wir hier in der Formel sehen, das ist die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Treffer überhaupt passiert? Nicht zu verwechseln mit dem großen p hier vorne. Das ist nämlich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Treffer passiert, sondern das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau k Treffer, also genau 7 Treffer passiert. Ja, und dann fehlt nur noch hier das kleine q. Das ist die sogenannte Gegenwahrscheinlichkeit, also eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Treffer nicht passiert. Und diese Wahrscheinlichkeit wird berechnet mit 1 minus p. Also wenn wir von 1 den Wert von p abziehen, erhalten wir klein q, die Wahrscheinlichkeit, dass der Treffer eben nicht passiert. Deswegen kann es auch passieren, dass ihr die Formel, die hier so steht, nicht in dieser Form kennenlernt mit dem q, sondern es kann auch sein, dass statt diesem q sofort 1 minus p in der Formel eingetragen ist. Das kann durchaus sein. So, was haben wir jetzt auf dieser Seite hier gelernt? Wir haben einmal gelernt, wann wir uns überhaupt in dem Bereich der Binomialverteilung befinden. Nämlich dann, wenn es ein sogenanntes mehrstufiges Bernoulli-Experiment ist. Also ein Experiment, bei dem das Ergebnis in Treffer und Nichttreffer aufgeteilt werden kann. Und dann ganz wichtig, gleiche Trefferwahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Treffer passiert, darf sich in der Durchführung des Experimentes nicht ändern. Naja, und das ist ganz oft
bei dem sogenannten Ziehen mit Zurücklegen der Fall, denn durch das Zurücklegen der entsprechenden, zum Beispiel Kugeln, ändert sich die Ausgangssituation nicht und dadurch ist sichergestellt, dass wir gleiche Trefferwahrscheinlichkeiten vorfinden. Ganz viele Aufgaben in diesem Bereich beschäftigen sich mit dem Ziehen mit Zurücklegen, das muss aber nicht so sein. Aber ganz wichtig, wenn es ein Ziehen ohne Zurücklegen wäre, dann befinden wir uns nicht im Bereich der Binomialverteilung, sondern, das kann ich an dieser Stelle schon sagen, dann befinden wir uns in dem Bereich der hypergeometrischen Verteilung und auch dazu werden wir später eine Aufgabe sehen. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.